Viele möchten nicht nur einen flachen Bauch, sondern dicke Bauchmuskeln, also ein Sixpack, das sich schön abzeichnet. Bauchmuskelübungen mit vielen Wiederholungen am Stück bringen uns da leider nicht ans Ziel. 1000! Wir benötigen eine Übung, bei der wir das Sixpack mit ausreichend Gewichtswiderstand trainieren können. Außerdem muss die Übung eine gute Kraftübertragungsrate für die Bauchmuskeln haben, das heißt, wir müssen die Bauchmuskeln gut ansteuern können. Eine tolle Möglichkeit, das zu erreichen, ist die folgende Variation des Crunches. Wir nehmen einen Ball oder ähnliches zwischen die Oberschenkel und pressen ihn zusammen. Dadurch werden die Adduktoren aktiviert und da sie ihren Ursprung am Becken haben, wird das Becken stabilisiert und lässt weniger Bewegung zu. Da auch die geraden Bauchmuskeln ihren Ansatz am Becken haben, ist nun eine bessere Kraftübertragung möglich. Das hat zur Folge, dass wir mit mehr Gewicht arbeiten können, da das Becken muskulär stabilisiert wird. Ähnlich wie ein Basketballer, der höher springen kann, wenn er von einem festen Boden abspringt, als wenn er das von einem sandigen Untergrund machen würde. Ein stabiler Untergrund bietet eine bessere Kraftübertragung. Wähle ein Gewicht, bei dem du 10 bis 12 Wiederholungen schaffst und den dicken Klötzen steht nichts im Weg.